030, la voiture. Jetzt der Lob. Amanda Kutzer versucht Druck zu machen, spielt ähnlich wie im Match zuvor. Anke Huber sehr risikoreich. Das zahlt sich zurzeit nicht aus. Zweites Break für Arantxa Sánchez Vicario und damit ziemlich deutlicher über Andrea Glass, die Deutsche, 6-3, 6-3 gestern, dass sie jederzeit in der Lage ist, zähe Gegenwehr zu leisten. Das werden wir sicherlich auch heute noch erleben können, trotz der eindeutigen Führung der Spanierin. Seltener Fehler der Südafrikanerin. Selten gesehene Fehler, sollte ich besser sagen. Das Spiel in der zweiten Etage endet diesmal zugunsten von Amanda Kutzer. Arantxa Sánchez Vicario sehr kritisch in der Wahl der Bälle. Ein Break gegen Arantxa Sánchez Vicario und so nun sieht die Welt, die Tenniswelt für Amanda Kutzer doch wieder etwas freundlicher aus. Wieder ein Netzangriff der Südafrikanerin. Der zweite bereits nach 16 Minuten. Wie gesagt, das ist normalerweise nicht ihr Spiel.
Ausgezeichnet platziert, diesmal wieder die Rückhand von Arantxa Sánchez Vicario, die Rückhand, mit der sie ja wesentlich mehr Druck machen kann als mit der Vorhand. Sicherlich eine Stärke der Südafrikanerin, man darf sie nie aufgeben. Gerade wenn sie zurückliegt, dann offenbart sie ihre stärksten Qualitäten. Erster Spielgewinn also für Amanda Kutzer bei